Hey Jagdfreunde, was geht? Heute die erste Folge unserer Lessons Learned Reihe, wo wir alle Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen, Monaten beim Spielen gemacht haben, aufbereiten und zu einem Anfängerguide zusammenschnüren. Heute gibt es die ersten drei Tipps, die uns am Anfang extrem viel geholfen haben, mehr Tiere zu finden und die besser zu schießen. Wir hoffen, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Wir würden uns mega freuen. Viel Spaß! Wenn ihr neu in der Hunter Call of the Wild startet, dann habt ihr zu Beginn eure Grundausstattung. Die sieht so aus, dass ihr ein Gewehr habt, die Ranger 243, eine Flinte, eine Pistole. Gerade die beiden letzteren könnt ihr am Anfang aber vernachlässigen, weil ihr eigentlich alles mit der Ranger schießt. Wir schauen uns die mal genauer an. Im Laden seht ihr anhand der grünen Pfeile immer, was in eurem Besitz ist. Wie gesagt, die Ranger ist von Beginn an in eurem Besitz, ihr müsst ja kein Geld ausgeben. Und was viele machen, ist, dass sie am Anfang sich auf die Waffen stützen und wir waren genauso die coolste, die tollste, die beste Waffe wollen. Die Eigenschaften der jeweiligen Waffe ist aber nur die halbe Wahrheit. Was fast noch wichtiger ist, ist die Munition, die diese Waffe verschießen kann. Es gibt ziemlich viele verschiedene Munitionstypen in dem Spiel, deswegen würde ich euch empfehlen, gerade wenn ihr DLCs habt, geht über den Laden, Gewehre, das jeweilige Gewehr und dann über kompatible Gegenstände, dann seht ihr, welche Munition dieses Gewehr verschießen kann. Und wir sehen jetzt hier, da gibt es zwei verschiedene Munitionstypen, die sich am Kürzel unterscheiden, PSG und TMG. Wir sehen auch, die TMG ist kostenlos, die PSG kostet gar nicht mal so wenig. Deswegen, was sollte ich hier jetzt nehmen? Worin die sich hauptsächlich unterscheiden, ist die Aufpilzung und die Durchschlagskraft. Was bedeutet das? Wenn ich ein Tier schieße, habe ich mit einer höheren Durchschlagskraft mehr Chancen, dass meine Munition weiter eindringt und ein lebenswichtiges Organ trifft. Wohingegen, wenn ich mit der TMG zum Beispiel schieße, mit einer hohen Aufpilzung und einer niederen Durchschlagskraft und zum Beispiel einen Knochen erwische, kann es sein, dass die Munition nicht bis an ein lebenswichtiges Organ wie die Lunge eindringt, sondern eben im Knochen hängen bleibt und dadurch das Tier länger braucht, bis es down geht, vielleicht gar nicht down geht, was dazu führt, dass ihr länger dem Tier hinterherrennen müsst. Was bedeutet das jetzt aber gerade für einen Anfang? Wir würden euch ganz klar empfehlen, am Anfang ist die kostenlose Version absolut ausreichend. Wir schießen in unseren Trophy Hunter Folgen ausschließlich momentan mit der TMG und wir haben überhaupt keine Probleme, Füchse, Rehe, Hirsche, Rothirsche, Dammhirsche zu legen. Wichtig ist dann nur, dass ihr euch für euren Schuss Zeit nehmt, dass ihr die richtige Stelle erwischt. Dazu kommen wir aber in einem weiteren Tipp. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der gerade am Anfang oft etwas in den Hintergrund gedrängt wird, weil man zu gierig ist, ist die Lautstärke. Natürlich ist es wichtig, ob ich gesehen werde und wo der Wind hingeht. Was aber am Anfang eben gerade beim Finden und Aufspüren von Tieren essentiell ist, ist, wie viel Lärm verursache ich denn. Da muss ein Bewusstsein, jeder Untergrund, mache ich unterschiedlich viel Lärm. Auf so einem befestigten oder halb befestigten Weg wie einer Straße oder einem Schotterweg geht es noch. Selbst wenn ich hier renne, bin ich jetzt im einstelligen roten Bereich. Das ist noch in Ordnung. Wenn ich jetzt aber gerade ins Gras gehe zum Beispiel, und da renne, dann wird es schon richtig laut. Wenn ich langsam durch einen Busch mich hindurch bewege, dann wird es auch laut. Und das sind oft die Problematiken, mit denen man am Anfang zu kämpfen hat, weil man da nicht genügend Achtung drauf gibt. Man hat eher so die Intention, ich möchte möglichst schnell möglichst viele Tiere finden, was dazu führt, dass man durch den Wald rennt und schaut, wo ist ein Fuchs, wo ist ein Reh, wo ist ein Rothirsch und so weiter und so fort. Was dazu führt, dass man sehr laut ist und eigentlich die Tiere permanent vor sich hertreibt. Wer das Gefühl hat, dass man wenig Tiere findet oder dass er wenig Tiere findet, dem kann man den Tipp geben, dass er mal über den Codex im Menü auf Jäger und dann aufs Jagdprofil geht. Und da gibt es eine wichtige Info, nämlich Tiere verschrecken. Gibt es drei unterschiedliche Kategorien und man sieht schon, wir haben es vor kurzem erst zurückgesetzt, deswegen ist das relativ gering, dass durch Geräusche mit Abstand am meisten Tiere verschreckt werden. Man muss sich auch immer überlegen, wie möchte ich denn jagen? Da ist es eben so, so war es bei uns am Anfang auch, wir haben eigentlich sehr viel Zeit damit verbracht, erstmal Tiere zu finden, sind rumgerannt in der Hoffnung, dass man dadurch eben schneller Tiere findet, aber da ist wirklich Geduld und Vorsicht und ein adäquates Vorgehen das A und O. Man sieht jetzt zum Beispiel auch gerade zufällig, alleine weil ich hier gerannt bin, überall Warnrufe, weil ich eben zu laut bin. Was bei uns ganz gut funktioniert hat, ist, weil man natürlich auch keine Lust hat, permanent im Schleichmodus sich voranzubewegen, dass man sich im Vorfeld überlegt, ja, wo möchte ich denn eigentlich jagen gehen? Zum Beispiel bei sogenannten Bedürfnisgebieten, die liegen manchmal auch wirklich an der Straße oder an dem Weg. Und dass man dann sich überlegt, okay, wie gehe ich da hin? Und auf einer Straße zum Beispiel kann ich mich eben relativ schnell, relativ leise fortbewegen, ohne dass ich gleich alle Tiere verschrecke. Und vor allem, wenn ich dann näher komme, dann muss ich natürlich in den Modus irgendwie übergehen, wo ich sage, okay, jetzt achte ich extrem auf meine Lautstärke. Sobald ich durch Buschwerk oder durchs Gras schleiche, gehe ich in die Hocke, wie auch immer das dann angebracht ist. Also das ist wirklich ein Punkt, der uns am Anfang sehr viel
Mühen gekostet hat, weil wir das nicht genug auf dem Schirm hatten, wie wichtig die Lautstärke ist. So, der dritte Tipp ist jetzt wirklich, wie kann ich besser schießen? Was man hier sagen muss, ist, am Anfang habt ihr noch wenig Skills vergeben, das ändert sich im Verlauf des Spiels etwas, aber ihr solltet immer darauf achten, dass ihr aus dem Liegen herausschießt, weil ihr da einfach die ruhigste Gewehrhaltung einnehmen könnt. Es kann sein, dass euch die Natur da manchmal ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht, wenn das Gras oder Gebüsch im Weg ist. Es gibt aber hier eigentlich den Trick, dass man sich einfach ein bisschen hin und her bewegt und gerade an dem Hang hat man da dann eigentlich so die Möglichkeit, immer ein gutes Trefferbild oder ein Zielbild zu haben. Die Tiere stehen jetzt hier, wie man sieht, teilweise einem zugewandt, teilweise im Profil. Und da ist es so, ihr solltet immer schauen, dass ihr ein Tier schießt, das euch im Profil zusteht. Dass ihr also einen zeitlichen Blick darauf habt. Der sicherste Treffer ist in dem Fall, hinter die Vorderbeine zu schießen und auf die Lunge zu gehen, weil man da gerade am Anfang durch die anfangs erwähnte TMG-Munition, die nicht so große Durchschlagskraft hat, nicht so weit eindringen kann, eine ganz gute Möglichkeit hat, die Lunge zu erwischen und einen tödlichen Treffer zu landen. Wenn die euch so zugewandt stehen, ist auch möglich, aufs Herz zum Beispiel zu gehen. Ist aber gerade am Anfang nicht ganz leicht, weil das Herz ein relativ kleines Organ ist und schwer zu treffen ist. Da muss man schon ein paar Mal schießen, um wirklich zu wissen, wo man da ein Tier schießen sollte. Wir probieren es jetzt einfach mal und wir schießen mal dieses Tier. Shift, Luft anhalten. Hinter die Vorderläufe gezielt. Jetzt rennt es noch kurz weg. Uns müsste aber eigentlich ziemlich schnell, man sieht schon, ihm geht es nicht mehr gut, sofort droppen. Jetzt sehen wir gleich den nächsten Tipp. Wenn ihr ein Tier geschossen habt, rennt nicht gleich auf das Tier zu und claimt es, sondern wartet mal ab. Je nachdem, wie die Tiere drauf sind, wie der Wind geht, ganz viele Einflüsse, kann es gut sein, dass die sich beruhigen, wenn noch welche weiter weg welche sind, dass die wieder zurückkommen. Man muss ein bisschen darauf aufpassen, dass sie ein Blatt rennen, das kann auch vorkommen. Aber man hat da gute Chancen, dass man vielleicht noch ein zweites oder sogar ein drittes Tier hinterher schießen kann, wenn man einfach ruhig bleibt und mal abwartet, weil die Tiere sich vielleicht auch wieder beruhigen. Ich gehe dazu jetzt wieder in den Busch und schaue mir das Ganze mal an und ich sehe, hier vorne steht noch eins. Die haben sich jetzt hier so ein bisschen verteilt. Da hinten steht noch eins. Das ist ein Reh sogar. Hier ist nochmal ein kleines Reh. Also wir sehen, die sind jetzt nicht alle sofort weg. Das verändert sich natürlich je nach Tier, je nach Begebenheit. Aber ich habe da ganz gute Chancen. Und jetzt sieht es sogar so aus, als ob die alle wieder zurücklaufen. Deswegen absolut empfehlenswert. Wartet erstmal ab. Schaut, wie verändert sich die Lage. Kommen die wieder? Gehen die weg? Und claimt erst dann, wenn ihr euch sicher seid, dass die Tiere nicht mehr kommen oder dass die weg sind. Zusammengefasst kann man nochmal sagen, die kostenlose TMG-Munition ist in Hirschfelden für den Anfang absolut ausreichend. Ich kann mir da richtig viel Geld sparen. Es ist kein Problem, wenn ich mal daneben schieße oder sonstiges. Die Lautstärke, ganz wichtiger Punkt, vor allem wenn es darum geht, Tiere aufzuspüren, eben nicht zu verschrecken und permanent vor mir herzutreiben. Und der letzte Punkt, nehmt euch Zeit für euren Schuss, überlegt euch, welche Munition habt ihr geladen, wo könnt ihr das Tier schießen. Lasst euch da lieber ein bisschen zu viel Zeit und schießt nicht schnell schnell, weil ihr dann hinten raus sehr viel Zeit verschwenden müsst, um das Tier vielleicht wieder zu finden. Und vor allem, wartet ab, habt Geduld, vielleicht kommen die Tiere zurück und ihr könnt zwei, drei Tiere hinterher schießen. Wir hoffen, die Tipps helfen euch ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, würden wir uns sehr freuen. Bis dahin, viel Spaß!